Sekunde. Och man, oh. Und willkommen zurück zu GTA 5. Eigentlich wollte ich zum nächsten Missionspunkt fahren, aber hier ist gerade Action am Start. Und zwar wurde jetzt hier gerade ein Auto geklaut. Von so einer Perle. Weiß ich nur nicht. Soll ich den irgendwie umbringen oder so? Oder? Ich meine, er ist ja rot. Könnte ja passen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich den stoppen soll. Vor allem, weil er so schnell ist. Bleib doch stehen, Mann. Komm, bleib stehen. Weil da muss ich auch voll weit zurückfahren, wenn ich den jetzt erwische. Ja, sehr gut. Er will da auch hoch. Ich würde ja gerne gegen die Wand drücken. Perfekt. Schieß doch. Och, Mann. Hat er keine Waffe mehr? WTF. Ich glaube, ich werde ihn nicht erreichen. Ich muss ihn einfach noch mehr verkeilen. Festfahren. Hier, guck mal. Crash Car Challenge. Hier, da haben sie ihr Auto wieder. Ist Reparatur ist teurer als der Wagen. Okay. Dankeschön. Denn keine Waffe mehr mit? Will mich verarschen oder was? Und ich wollte zur Lester ein Attentat machen. Da, guck mal. Oh. Ja, genau, weißt du? Der bewegt sich kein bisschen und ich fliege ja voll weit weg. Komm schon. Also mein Wagen wird jetzt hier der Hammer. Der will abbiegen, der Wichser. Halt dich verdammt nochmal da raus, ich warne dich, dann sagt er jetzt halt. Jetzt. Tschüss, du Flasche. Fahr doch los! Boah, Alter! Weißt du, da braucht er voll lange zum Rausfahren. Zum Losfahren. Jetzt könnte ich ja noch in eine Werkstatt fahren und den reparieren lassen. Mache ich aber nicht. Aber ganz schön weit, oder? Ich glaub schon. Kann ja auch sein, dass der Zickzack gefahren ist. Ne, ich glaube nicht. Schade. Der ist voll gut, der Wagen, voll schnell. Das ist so für GTA Online ein ganz gutes Ding. Wegen passen vier Leute rein. Relativ zügig, wie ich schon erwähnt habe. Jawohl, ja lol. Ich will doch nur zu der Frau da drüben. Hä, ich will nicht da hoch. Debitor LP gefangen im Autobahnkreuz. Ach, guck mal, hier kann man durch, oder? Ne, gar nicht. Da kann man her, sehr gut. Guten Tag. So, jetzt einfach da runter und dann nach rechts, oder? Ja. Guck mal. Das hat so weit weg war, kann ich mich nicht an erinnern. Sieht schon geil aus, wenn die Frau das so sieht. Oh, thank heavens. Und Auto wieder ganz? Well, it's still in one piece at least. I should be grateful for that. Thank you.
My name is Saida. If there were more people like you, the world would be a much better place. I won't forget this. Bye for now. Ja, bis dann. Kannst du mir die Kugel noch rauslutschen? Oh, Manu. Zwei Kugeln sogar. Sagen wir drei. Toll, jetzt fahren wir nach... Warte, nein, warte. Okay, er sieht es nicht, dass ich doch... Nein. Da, der hat voll die Waffen. Oder ich durfte gerade nicht schießen. Kann natürlich auch sein, weil es halt ein... Weil es halt ein Auto war, was ich behalten sollte, musste. So, warte, jetzt fahren wir nach L. Nach Karl L. Mit so einem scheiß Muscle Car, ey. Hier finde ich irgendwie doof. Oh, cool, guck mal. Das war kein Monster Jump. Was war das denn? Ja, hast du davon. Biatch. Jetzt fahren wir hier mal rum. Nee. Bin ich gespannt, was der Lester wieder mit mir vorhat. Zumindest steht da Attentat. Da muss ich bestimmt wieder ein paar Leute töten. Ist voll der Killer geworden, Herr Franklin. Von einem Auto zurückholer zum Superkiller. Der sich ganz unauffällig durch die Stadt bewegt wie ein Chamäleon. Sieht man ja gerade. Ach man. Von der Lester, der ist immer woanders. Ah, ne, der ruft immer woanders an. Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out, and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie. I'll be in touch. Den Aktienkurs von Fruit anschauen, aber ist der denn gut? Falscher Knopf. Warte, guck ich einmal Handy raus. Finanzen und Dienstleister. Ja klar, Handy. Aktienkurs da. Und was hat er gesagt? Fruit? Das wäre dann bei F, oder? F. Verdammt, die sind nicht sortiert nach Namen. Doch sind die wohl. Ne, hier ist wieder A. Wollen die verarschen? Ja, wahrscheinlich habt ihr mir eh schon geschrieben, wie blöd ich hier bin. Weil ich hier schon dreimal dran vorbeigegangen bin. Gibt es noch mehr Aktien hier vielleicht? Da ist Fruit. Aber die sind gerade am Fallen. Jetzt töte ich da einen. Warte, ich kaufe jetzt mal. So viel Geld hat er ja auch nicht. So viel setze ich nicht im Sand. Geben wir mal ganz viel Geld ein. Könnte ein bisschen viel gewesen sein. Aber wir gucken mal. Bin ja schon froh, dass ich das gefunden habe. Ab geht's. Das ist zum Glück nicht so weit, aber wirklich. Die meiste Zeit in dem Game, da fährt man echt rum. Ich meine, die Story ist natürlich super mit den drei Leuten hier. Aber es ist natürlich auch eine Riesenstadt, da muss man halt viel rumfahren. Und wenn ich mal dazu komme, werde ich auch bald mal GTA Online hochladen. Ja. So, da hinten, hör mal. Ah ne, warte, da muss ich jetzt erstmal die Prostituierte abholen. Ne?
beobachten, bespitzeln. Damn, ah, that must be my girl. Hi there, beautiful. You want a party with me? Not today, honey. I'm waiting for someone. Hä? Hab ich das jetzt schon verkackt? Nein, komm. Den, der ist es. Ja, warte, pack mal in der Zeit mal ein hier. Ganz unauffällig. So. Boah, krass, sehr detailgetreu. Okay, da hinten jetzt nicht, aber hier schon. Hey Baby, what can I get for 10 bucks? You can get the bus home and jerk off thinking about me. Get the fuck out of here. Geil, was krieg ich für 10 Mäuse? Der Bus verkackt, das ist er, das muss der sein. Guck mal, der hat Asche. Hüpf rein, Junge. Folgen wir ihm unauffällig. Oh, ich habe mir mehr gerechnet. Usual spot, baby. What's this guy's problem? Ride my axe. No, seriously, is that ass following us? Is he vice? Scheiße, Mann. Krass, dass er schießt ja zurück. Nein! Och, Mano. Was mache ich denn da jetzt? Scheiße. Das finde ich jetzt blöd. Ja, rasen wir da nochmal hin, was? Ach, guck mal, ist direkt hier. Sehr gut. So, machen wir das anders. Da hinten kommt er. Ja. Guck mal, voll die Schlange schon, krass. So, jetzt steig ein, komm. You know, I don't even feel bad about it. Okay. Ich glaube, besser geht's in dem Fall jetzt nicht. Dieses Hinterhergefahre, das ist doch Quatsch. Hey man, I'll wipe that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. Oh fuck. Boah, sauber, benötigte Zeit. Sauber davongekommen? Ah ja, genau. War hier nicht irgendwo eine Sprungschanze? Warte, ich wollte jetzt... Oh. Walter Knopf. Ich wollte jetzt mal eben gucken, was das gebracht hat. Wahrscheinlich habe ich jetzt mein ganzes Geld verloren. Achtung. Internet. Das wäre geil. Internet nur 6 Seiten und so. Dann hätte man nicht so das Problem mit der großen Auswahl. Mein Portfolio. Oh ja, Fruit ging hoch. Der war gut. Soll ich nur kurz warten? Ich
weiß es nicht. Sehr gut. Lester ist voll der gerissene Typ. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch eine Sprungschanze finden, obwohl der Wagen ist jetzt wieder scheiße. Hier war ja mal eine, die habe ich verkackt, aber ich weiß auch gar nicht mehr, wo die war. Weil der Kanal ist ja relativ lang. Okay, ich glaube, hier bin ich mit dem Jetski durch. Gott, da oben ist... Ich habe einen Monster-Stunt gefunden. Oh, pack die Waffe weg, Alter. Und da bin ich. Brauche nur noch ein Auto, wo ich da drüber kann. Hier ist bestimmt keins, oder? Komm. Komm, ein Auto. Wir können doch nicht alle zu Fuß hier arbeiten. Ich weiß genau, wenn ich jetzt ein Auto finde irgendwo, dann weiß ich nicht mehr, wo die Sprungschanze ist. Ach, guck mal da oben. Das kriege ich, glaube ich, noch hin. Ich bin so nass. Brauche aber schon einen guten. Ja, komm, der ist doch gut. Eigentlich ja nicht, aber irgendwie auch schon. Tschüss. Hau ab. Komm jetzt aber, go! Jawohl, muss ich nur noch gut landen. Ich glaube, der fliegt in den Container, oder? Wollen die mich verarschen? Ich bin da genau drauf gefahren. Jetzt bin ich auf der falschen Seite, Mann. Ja, genau, es geht das Tor und ich habe von alleine auch nicht kaputt. Geil. Erstmal hardcore verletzt. Ich hasse Regen. Warum gibt es Regen im Spiel? Mit ihrer Scheiße immer. Aua. So. Ich glaube nicht, dass ich hier noch einen Monster-Jump finde, so bei dem Wetter. Ich sehe ja eh nichts. Boah, Blitze. Und Vibration in meinem Pad. Geil. Das war doch auch ein Monster-Jump. Ja, ich bin der Runner. Was macht der denn da, Disco? Das Breakdance-Auto. Das müsste ich auch mal nicht können. Ich glaube, dann wäre ich im Zirkus. Aber gut, auch wenn ich jetzt hier weiter rumgurke, wahrscheinlich nichts mehr schaffen werde, würde ich sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle und bis im nächsten Part. Tschüss.